Da starte ich hier das Spiel und jetzt soll ich den Regler so anpassen, dass der Hund und die Katze Freunde werden. Da kommt sogar ein kleines Herzchen. Oh, sind sie glücklich. Dass ich Nummer 15, Nummer 9 wird. Ja, okay. Ich werde hier nach Strich und Faden andauernd verarscht. Bitte pass den Regler so an, bis du aufhörst, den Regler anzupassen. Ich glaube, das reicht noch nicht. Jetzt erst einmal ein bisschen auspendeln. So vielleicht. Welche dieser beiden ausgedachten Wörter findest du ansprechender? Was ist Krummtusch? Oku. Was? Oku Buin Karl. Krummtusch, das kann man wenigstens aussprechen. Gegen das System. Gegen das System. Ja, ich habe eine Uhr. Was ist die Uhrzeit, die es gerade ist, die korrekte Uhrzeit? Zeit ist ja eigentlich relativ. Deswegen, nein. Zeit ist nur ein Konstrukt. Ja, was ist Zeit überhaupt? Es gibt das etwas über dich, was du mir noch nicht erzählt hast. Ich habe dir noch gar nichts erzählt. Hilfe, nein. Ja, ganz bestimmt. Ich komme immer wieder. Oh Mann. Ja, dann erneut auf ins Verderben. Erstmal einen Schluck Kaffee. This is the story of a man named Stan. Jetzt geht das schon wieder los. Sind wir denn stehen geblieben? Wir hatten einen Eimer. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he... Warmth spread through Stanley's arms. With the bucket in his arms again, he was home. Stanley clutched the bucket tightly to his chest and entered the door on his left. Es muss... Es gibt noch die eine Trophäe in diesem Lagerraum und die will ich unbedingt haben. Muss ich noch gucken, wie ich da hinkomme. Ja, genau. Ich will da hin. Oh, Stanley, can you feel it? Ja, das hat man schon. It wants the bucket. You can feel that, can't you? Coming to a staircase, Stanley and the bucket walked upstairs to the boss's office. Gibt's. Hier war ja auch so eine Trophäe, aber hier kann ich mit dem Eimer nichts Neues machen, oder? Nee. Das ist hier schon wieder zu. Naja. Stepping into his manager's office, Stanley was once again stunned to discover not an indication of any human life. Crushed by the weight of this revelation, Stanley may have broken down into an emotional dumpster fire, if not for the soothing presence of the bucket. 4, 5. Was? Nein! Did the bucket's warmth and guiding light pierce the dark clouds of... But Stanley okay. Gets the correct code by sheer luck. Was it that the bucket knew all along? Was the bucket guiding him? Yes, this is certainly the most logical explanation. Ich weiß den Gott, Gott. Ich weiß den Code, Gott sei Dank, immer noch. Schau mit. 1, 2, 3, 4 Fehlanläufen, aber es hat funktioniert. It would be all Stanley could do to keep himself together, if not for the bucket. Soothing him, comforting him, reassuring that in this darkest moment of uncertainty, he would be all right. The bucket is here for you, Stanley. Everything will be fine.
Ja, mit dem Eimer. The bucket walked straight ahead through the large door that read Mind Control Facility. War ich hier mit dem Eimer schon? Ich weiß es gar nicht mehr. This passageway had the word escape written on it. The truth was that at the end of this hall, Stanley and the bucket would both meet a violent death. Damit komme ich klar. Ich weiß ja schon, was passiert. Stanley and the bucket still had every opportunity to turn around and get back on track. At this point, Stanley and the bucket were knowingly walking forward into a very painful death for each of them. Ach was, das ist ein schönes, bedrohliches Rot. Es zieht mich magisch an. Das kennen wir ja alles schon. Das kann man sicher alles dann einfach vorspulen. As the machine whirred into motion and Stanley and the bucket inched closer to their demise, Stanley reflected on how meaningless the bucket's warmth and comfort had turned out to be. To be sure, it puts the mind and the soul at ease to embrace the bucket. But what use is a sense of ease when you're about to be crushed to death? This is what Stanley thought to himself. And he sort of kicked himself for wasting so much time carrying a bucket everywhere. Farewell, Stanley. Farewell, Stanley, cried the narrator, as Stanley and the bucket were led helplessly into the enormous metal jaws. In a single visceral instant, the bucket's life came to an end. Ach, jetzt geht's nur noch um den Eimer. Das finde ich diskriminierend. It was a shame, the death of such a magnificent bucket. It's true that all buckets are radiant in their own way, but this one stood above the rest. It was a glorious bucket to behold. Yep. Also es geht hier nur noch um den Eimer. Der Eimer. Zu großen Ausstellungen. Jetzt hat er hier schon seine eigene Galerie. Ich beneide diesen Eimer. Er ist einfach so erfolgreich. Er ist einfach viel erfolgreicher als ich. Ich bin am Abgrund des Wissens. Ähnlich wie ein Eimer ist auch der menschliche Verstand oft leer. Eine höhlenartige Leere. Aber durch die Absorption des Ausstellungsstückes vor ihnen wird der Geist voll, bereichert und fundiert. Die Kenntnisse über den Eimer und seine Geschichte sind das einzig wahre Wissen, das wir wirklich haben. Werden Sie das, was Sie hier lernen, mit in die Welt hinausnehmen? Werden Sie aufgeschlossen akzeptiert? Werden Sie aufgeschlossen akzeptieren, was an den Informationen in dieser Ausstellung herausfordernd sein mag? Werden Sie das Leben von sich selbst und Ihren Liebsten als Folge dieser Ausstellung verändern? Oder werden Sie die Augen verschließen und weiterleben wie bisher? In Ungewissheit und Dunkelheit. Ja. Da mal auf, bereichert zu werden. Bin hier mal gespannt. Can you see how arrogant it was for Stanley to take a bucket like this and to claim it for his own? Can you see the hubris that blinded him? Can you see that the bucket is far more noble than Stanley will ever be in his short life? Er hat einfach so viel mehr geschafft als ich. Wo will er denn jetzt hin? Ein Eimer mit zwei Henkeln. Nee, das ist falsch. Dieser Eimer ist mit zwei Henkeln abgebildet. Eine solche Konstruktion wurde in der Realität nie hergestellt, da sie als zu gefährlich und waghalsig experimentell eingestuft wurden. Jedes Jahr wurden Dutzende hingerichtet, nur weil sie es versucht haben. So gleich. Kann man das lesen? Nö. Fünfundzwanzig Eimer. Das sind aber ein paar mehr. Bin ich mir ziemlich sicher. Sind auf jeden Fall über 9. Eine Fotografie von 25 Eimern. Die größte Anzahl an Eimern, die jemals von einer Kamera erfasst wurde. Der Fotograf
Er litt mehrere Wochen lang einen katatonischen. Gott, Alter, bin ich blöd. Einen katatonischen Schock aufgrund der Euphorie, die er beim Anblick so vieler Eimer auf einmal empfand. Es sind immer noch mehr als 25.